Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik. Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Der Drohnenpilot von Ambulance geht zusammen mit dem Finanzplaner von Red Notice in eine Bar. Am selben Tisch sitzt dann ein Drehbuchautor, der in seinem ganzen Leben noch nie eine eigene Idee hatte. Und dann kommt ein Typ von Netflix rein und sagt, egal was ihr da gerade ausgeheckt habt, ich kaufe. Und das ist The Gray Man, der neue, teuerste Film aller Zeiten, den Netflix jemals durchgewunken hat. Und natürlich ist das ein riesiges Millionengrab. Bevor ich dazu mehr sage, aber ein ganz kurzes Wort zum Sponsor des heutigen Videos. Ich bin mal hier kurz in mein Setting gewechselt, weil ich an meinem Laptop sitze, um euch was zu zeigen. Ich tue mich nämlich irre schwer mit diesen kleinen grafischen Elementen und selbst so mit den Thumbnails zum Beispiel habe ich ganz schön zu kämpfen. Sowas habe ich nie gelernt, weil ich mir das alles irgendwie selber beigebracht habe, aber beim stetigen Flow der Arbeit geht es irgendwie unter, dass ich noch wirklich Dinge lernen kann. Und da kommt mein Kooperationspartner ins Spiel, nämlich Skillshare. Skillshare ist eine Online-Community mit weltweit 13 Millionen Nutzern. Und da gibt es eine ganze Palette von unterschiedlichsten Kursen und Angeboten, die ihr nutzen könnt. Ich habe mich zum Beispiel gefreut, dass ich da ganz viel über Photoshop lernen kann, aber man könnte zum Beispiel auch über Premiere Pro. Oder wenn ihr wie ich Bock habt, zum Beispiel mal was mit 3D zu machen, es gibt eine Menge Blender-Kurse. Und sehr, sehr spannend auch für Gamer. Mit dem Game Maker Studio kann man Spiele selber machen und die kann man unter anderem auf dieser Plattform lernen. Ich habe zum Beispiel für Photoshop zwei Kurse, mit denen ich sehr viel Spaß hatte. Andreas Lang erklärt zum Beispiel die Features von Photoshop sehr, sehr detailliert. Da kann man sich richtig drin verlieren, über 2 Stunden lang. Und ein anderer Kurs von Juri Peter zum Beispiel, der ist eher so zum Mitmachen gedacht. Da kann ich dann, während ich es gerade selber tue, lernen, wie Photoshop funktioniert. Es werden immer mehr deutsche Kurse bei Skillshare angeboten, aber ihr könnt natürlich auch internationale gucken, denn die sind alle deutsch untertitelt. Die ersten 1000 Leute, die meinen Link unten in der Videobeschreibung nutzen, können Skillshare für einen Monat kostenlos ausprobieren. Das heißt, ihr könnt mal in diese ganzen Kurse mit reinschnuppern und vielleicht werdet ihr ja auch der nächste Spieleentwickler oder Supergrafiker dank Skillshare. So, und jetzt, oh, ich höre schon, da drüben redet gerade jemand. Was wissen Sie über das Sierra-Programm? Gewissenlose, mysteriöse Männer, die Sie schicken, wenn Sie offiziell keinen anderen schicken können? Die Gray Man. Lloyd. Du hast einen Auftrag, aufspüren und vernichten. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute von euch noch Videotheken kennen. Das ist ja schon eine Weile, dass es die nicht mehr so wirklich gibt. Aber da gab es früher, vielleicht erinnert ihr euch noch, immer dieses eine Regal, wo so diese ganzen großen Highlights drin waren. Und wenn man dann so ein bisschen weiter nach hinten gegangen ist in die Videothek, dann gab es so diese Regale, wo diese ganzen Kopien drin waren. Es waren so meistens billige Ableger dessen, was gerade im Hype war. Und üblicherweise hatten die so ein krasses Cover, weil damit mussten sie halt auf sich aufmerksam machen. Denn was dann drin war im Film, war meistens die uninspirierte Kopie dessen, was andere Filme schon viel besser gemacht haben. Und das ist The Gray Man, ein Film, der gerne Heat wäre, The Bourne Identity, Mission Impossible und alle möglichen Spionage-Thriller. Ich habe mich auch so ein bisschen an Assassins erinnert gefühlt, wo Sylvester Stallone und Antonio Banderas als zwei Profikiller aufeinander gehetzt werden und das wird dann ein großes Action-Tohuwabohu. Und diese Filme haben alle was für sich, ne? Heat ist ein moderner Klassiker, der großartige Action inszeniert hat, aber nebenbei auch eine Geschichte erzählt hat, die bis zum Ende spannend war. Auch die Bourne-Reihe, die hat die Action revolutioniert, auch wenn seitdem jeder Kampf plötzlich komplett verwackelt ist. Aber wenn man davon mal den zweiten Teil nimmt, die Bourne-Verschwörung, da fällt dann auf, das hier ist ein wirklich clever konstruiertes Katz-und-Maus-Spiel, bei dem man nie so richtig weiß, was kommt da am Ende bei raus. Ja, und dann sitzt man in The Gray Man und merkt bei jeder Minute, die verstreicht, dass sich die Russo-Brüder, die beiden Regisseure, auf diese großen Klassiker beziehen, dass alle möglichen Ideen daraus gemopst wurden. Und man merkt aber auch, dass sie gar keine Ahnung haben, wie sie diese einzelnen Zutaten vermischen sollen. Das ist mir schon bei ihrem letzten Film aufgefallen. Der ist nur bei Apple TV Plus erschienen mit Tom Holland, hieß Sherry und war so ein Kriegsheimkehrer-Drama, ist irgendwann zu so einer Drogennummer geworden und war wie so ein Sammelalbum aus tausenden kleinen Ideen, die man irgendwo schon mal gesehen hat. Die Russo-Brüder haben sich offenbar alle möglichen Spionage-Thriller angesehen und haben geschaut, was kommt in denen drin vor. Ah, Moment, dieser Thriller spielt an unterschiedlichsten Orten, das machen wir auch, nur wir machen einfach noch viel mehr dazu. Deswegen wechselt The Gray Man alle 2 Minuten gefühlt die Location. Hier gibt es mehr Title Cards, in denen erklärt wird, wo der Film gerade ist, als der Film Dollar gekostet hat, habe ich das Gefühl. Ganz nach dem Prinzip viel hilft viel, wurde hier von allem, was man irgendwo anders gefunden hat, einfach mehr reingequatscht. Mehr Kugeln, mehr Gegner, mehr Action-Szenen. Und dabei hat man völlig vergessen, die einzelnen Figuren vernünftig auszuerzählen. Es geht eigentlich im Grunde um
Ryan Gosling, der ist ein CIA-Agent, kommt plötzlich auf die Abschussliste und wird dann von Chris Evans gejagt. Aber die einzelnen Figuren bekommen im Grunde keinen Background. Ryan Gosling wird am Anfang dargestellt als jemand, der offenbar ganz krass ist, aber so richtig erfahren tut man davon nur relativ wenig. Sein Charakter bekommt fast keine Backstory. Deswegen steht er in den meisten Szenen eher unbeteiligt da, versucht sich ab und zu mal an einem Witz, die leider alle in die Hose gehen. Keiner dieser Jokes hat irgendwie bei mir funktioniert. Auch im Kino, in dem ich saß, gab es fast keine Lacher. Und da dämmerte mir dann irgendwie, dass Ryan Gosling wahrscheinlich nicht ohne Grund bisher noch in keinem waschechten Actionfilm zu sehen war. Den mag ich total in Komödien. Ich finde, Ryan Gosling hat ein großartiges komödiantisches Talent und in Dramen funktioniert der auch super. Aber seine eher stille, introvertierte Art, die funktioniert irgendwie meiner Ansicht nach überhaupt nicht in Actionfilmen. Zumindest dann nicht, wenn die Regisseure nicht wissen, wie sie mit diesen Charakteren umgehen sollen. Und auch Chris Evans auf der anderen Seite, der spielt den Gegenspieler, der ist ein Psychopath, der ganz crazy Dinge macht und auch das wird die ganze Zeit hauptsächlich behauptet. Am Anfang wird er eingeführt mit, oh, den können wir nicht anrufen, der ist so krass. Und dann dachte ich so, ja, dann zeig doch mal, wie krass der eigentlich ist. Und dann bis so auf so 2, 3 kleine Momente, wo er da so ein bisschen diabolisch sein darf, habe ich ehrlich gesagt auch diese Figur gar nicht verstanden. Von den Frauenfiguren brauchen wir gar nicht anfangen. Ana de Armas rennt halt wieder einfach nur durchs Bild, um süß auszusehen. Und viel mehr Frauenfiguren gibt es nicht, bis auf eine einzige. Und die ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie die Charaktere in diesem Film funktionieren. Die ist nämlich wie so ein laufender moralischer Kompass für die Zuschauer, die einfach nicht selber mitdenken wollen. Die sagt dann immer dann, wenn Chris Evans irgendwas Krasses macht, sagt die, oh nein, du hast A getötet, jetzt wird als nächstes B passieren. Und der Zuschauer, der gerade auf sein Handy geguckt hat oder mit was anderem beschäftigt war, der kann dann sagen, ah, okay, das war unmoralisch, was er gemacht hat, gut. Mehr hat diese Frau tatsächlich in diesem Film nicht zu tun, außer immer wieder wie so eine Alarmanlage durch die Gegend zu laufen, zu sagen, das macht man nicht oder diese Person hättest du nicht töten dürfen, weil jetzt als nächstes jenes passiert. Aber sonst hat sie für die Handlung wirklich gar keinen Impact. Das Thema Handlung ist bei The Gray Man sowieso eines, da muss ich nochmal ganz tief Luft holen, denn ich habe es am Anfang schon gesagt, mehr als das Abkopieren von bereits entstandenen Ideen, die passieren hier eh nicht. Es ist das völlig breitgetretene Klischee vom Agenten, der in Ungnade gefallen ist und dann muss er sich halt zu einer Verschwörung durchboxen. Aber mit den Details dieser Verschwörung oder sonstigen Inhalten hält sich dieser Film gar nicht auf. Das dauert am Anfang 10 Minuten, dann ist die Story losgetreten und dann ist das hier eine reine Hetzjagd. Und wie schlecht dieses Drehbuch ist, sieht man gerade an den einzelnen Stationen dieser Hetzjagd. Die kommt zum Beispiel irgendwann in Prag an, das ist so dieses große Centerpiece des Films, wo dann eine Spezialeinheit auf Ryan Gosling treffen soll und die fahren dann vor das Haus, in dem er sich gerade versteckt hält und der große taktische Plan ist, die Strategie, mit der sie vorgehen, alle stellen sich auf die Straße und schießen auf die Häuser. Ich sag so, Moment mal, wurde mir am Anfang nicht erklärt, dass Chris Evans der absolut beste Mann für diesen Job ist, weil er eine total krasse Abschussquote hat? Generell ist Chris Evans Charakter mit wahnsinnigen finanziellen Mitteln ausgestattet, bei denen ich überhaupt nicht verstanden habe, wo kommen die her? Es gibt dann später ein Shootout mitten in Prag auf so einem Platz, wo plötzlich aus allen Ecken Polizei herkommt. Offenbar hat sogar einen Panzerwagen der Polizei direkt um die Ecke geparkt, um dann genau im richtigen Moment um die Ecke zu fahren. Hier gibt es wieder alle möglichen Zufälle und Ungereimtheiten. Es macht wirklich keinen Spaß, da im Detail zuzugucken. Klar, man könnte jetzt wieder sagen, naja, dann lässt man das Ganze eben so durchlüften. Und es läuft ja auf Netflix. Man kann den Film beim Kochen gucken oder beim Staubsaugen. Und immer wenn man hinguckt, ja, dann passiert schon irgendwas. Wie zum Beispiel eine Verfolgungsjagd in einer Straßenbahn. Die endet leider nur in einem absoluten CGI-Desaster. Die Computereffekte sehen müllig aus und vor allen Dingen die Kämpfe. Oh Gott, ist das wieder ein Drama. Man, das ist hier ein Actionfilm und was ich erkennen kann, ist, dass Leute so an der Kamera vorbei wackeln. Schläge connecten wieder nicht. Ich habe das letztes Jahr immer wieder bei Actionfilmen gesagt und es hört einfach nicht auf. Vor allen Dingen die Szenengeografie ist ein komplettes Durcheinander. Szenengeografie, für euch, die es nicht wisst, um das mal zu erklären, es ist wichtig, beim Filmen darauf zu achten, dass man mit Kamerabewegungen das Auge des Zuschauers auch ein bisschen lenkt, damit er immer weiß, aha, wir sind jetzt so positioniert, dass Gegner zum Beispiel von rechts kommen oder von links. Das heißt, man muss als Zuschauer so ein bisschen vor Ort können, wo sind die Figuren und wie stehen sie in Relation zu den anderen. Wenn man das nämlich nicht macht, ist
pure Verwirrung angesagt. Und das passiert hier in einer Tour, bei Verfolgungsjagden, bei Hand-to-Hand-Combat, bei Schusseinlagen. Und das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, weil die Russo-Brüder bei den Captain America-Filmen ein sehr genaues Auge dafür hatten. Auch da war vieles schon verwackelt, auch da hat die Action nicht immer funktioniert, aber sie hatte wenigstens Impact. Hier bekomme ich gar nicht mit, wenn Schläge connecten, weil alles wieder irgendwie im Off passiert, verschwimmt oder auch irre verschnitten ist. Natürlich verliere ich da als Zuschauer den Überblick. Und da stellt sich für mich die Frage, wo ist denn das Geld da schon wieder hingegangen? Über 200 Millionen Dollar. Irgendwo müssen die doch gelandet sein. Aber ich finde gerade die Actionsequenzen, die machen gar nicht so viel her. Es gibt gleich eine der ersten, ist an Bord eines Flugzeugs. Und meine Güte, habe ich jetzt schon viele Actionszenen an Bord eines Flugzeugs gesehen. Zuletzt zum Beispiel an Uncharted. Und die zum Beispiel, ich habe Uncharted nicht gut bewertet, ist deutlich besser als das, was The Gray Man macht. Ein Ding habe ich auch gar nicht verstanden und das scheint so ein neuerlicher Trend bei einigen Actionregisseuren zu sein. Ich habe es schon bei Ambulance erzählt, da hatten die so einen Drohnenflieger, so einen Drohnenpilot mit an Bord, der dann dafür gesorgt hat, dass Kameras sich regelrecht von Häusern runterstürzen. Alles dreht sich dann und auch das wird hier wieder eingesetzt und dadurch hat dieser Film auch gar keine Ruhe. Selbst in Szenen, wo die Figuren einfach an einem Bildschirm stehen, fliegt die Kamera zum Teil durch den Raum. Und ich frage mich immer wieder, warum das notwendig ist. Früher wurden Zooms, wurden Kameraschwenks noch eingesetzt, um etwas hervorzuheben. Mittlerweile bewegt sich alles und zwar in jedem Moment, ob es jetzt Action ist oder Charaktere einfach voreinander stehen. Und stehen ist auch ein gutes Beispiel, denn Chris Evans steht den Großteil der Zeit eigentlich nur hinter einem Bildschirm und guckt immer so und gibt Anweisungen an sein Team. Aber auch dadurch wird natürlich viel Spannung genommen, weil es zu echten Konfrontationen der beiden Hauptfiguren eher selten kommt. Das ist so ein bisschen so, als hätte bei Heat Al Pacino die ganze Zeit vor einem Fernseher gestanden und immer geguckt, was Robert De Niro denn da hinten so macht. Wenn ihr es irgendwie schafft, darüber hinwegzusehen, dass dieser Film voll von Ungereimtheiten und Logiklöchern ist, wie zum Beispiel der Straßenbahn, die aus mir völlig unbekanntem Grund einfach nicht anhält, sondern lieber irgendwo in ein Gebäude in Prag reindonnert, oder der Tatsache, dass diese Figuren, ob es jetzt Ryan Gosling ist oder Ana de Armas oder Chris Evans, kein Profil haben, völlig formatlos sind und keiner davon bleibt irgendwie im Gedächtnis. Dass die Story ein gnadenloses Gerüst ist aus vielen Ideen, die irgendwo anders mehr herkamen, die aber in keinster Weise irgendwie aufregend oder spannend miteinander vermischt wurden. Und dass die Action in diesem Film wieder von irgendeinem Typen gemacht wurde, der offenbar sein Praktikum bei TikTok hinter sich hat. Dann frage ich mich, was bleibt denn da eigentlich noch? Und ich finde, nicht viel. Die wollen hier ein ganz großes Universum draus machen. Am besten ein Franchise, in dem Ryan Gosling dann à la Jason Bourne durch alle möglichen Fälle sich durchboxen kann. Und ich denke mir so, also wenn das der Start war und es in Fortsetzungen in der Regel ja meistens eher noch schwächer wird, dann will ich nicht wissen, was die noch in petto haben. Hier wird es Millionen gegeben haben für jeden einzelnen der Darsteller, denn Netflix pumpt ja unendlich Kohle in diese Produkte rein. Und währenddessen hat wieder keiner hingeguckt, was da am Ende bei rauskommt. The Gray Man ist arschlangweilig und erinnert halt, wie gesagt, an Filme, die es überall da draußen schon zigmal besser gibt. Für mich ist das wieder mal nicht mehr als 2 Sterne wert. Früher war das mal irgendwie anders, hatte ich das Gefühl. Wenn damals die Nachrichten kamen, dass der teuerste Film aller Zeiten gedreht wurde, das war bei Titanic so oder bei Terminator 2, selbst Rambo 3 war mal einer der teuersten Filme aller Zeiten, dann hast du das auf der Leinwand gesehen. Bei Rambo 3 hatten die irgendwo Panzer in Afghanistan und bei Terminator 2 müssen wir gar nicht drüber reden, was die mit dem Geld gemacht haben. Hier frage ich mich die ganze Zeit, wo ist es hin? Ja, und das ist keine Frage, die man sich stellen sollte bei so einem Film, sondern man sollte angeregt, angespannt dabei sein und das passiert hier zu keiner Sekunde. Deswegen könnt ihr euch angucken auf Netflix, aber daneben könnt ihr auch gerne kochen oder einen besseren Film laufen lassen. So viel dazu zu The Gray Man. Ihr bekommt jetzt in den nächsten Tagen dann tatsächlich das Fantasy Special und Bullet Train erwartet euch als nächstes. Der Brad Pitt Film, der startet ja Anfang August, da sehen wir uns spätestens wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.